Das ist wie im Weißen Haus. Okay. Moritz, herzlichen Glückwunsch. Wichtige 3 Punkte. Wie groß ist gerade ein bisschen der Stein, der runterplumpst? Weil das war heute ja überlebenswichtig fast. Ja, das war wirklich überlebenswichtig. Und selbst ein 1-1 hätte da vielleicht gar nicht so gereicht, auch wenn wir noch einen 2. Punkt geholt hätten. Du musst erst mal 3 Punkte holen, auch um auf Hannover aufzuholen. Und ja, ich war super froh, dass wir kurz vor Schluss dann am Ende doch noch vielleicht durch ein kleines bisschen Glück dann doch noch 3 Punkte gewinnen konnten. Insgesamt fand ich, wart ihr nicht so stark wie vor der Pause. In Straubing war es schon ähnlich. Es war ein zähes Spiel heute. Wo hat es heute noch gefehlt? Ja, ich denke, wir sind nicht ganz so spritzig wie vor der Pause. Es hat noch ein bisschen gefehlt. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich noch eine Trainingswoche, um wieder in den gleichen Rhythmus reinzukommen. Ich denke, daran hat es gelegen. Es gab natürlich, es war ein intensives Spiel, sagen wir mal so, mit einigen Argumenten, die dann auch mit Fäusten ausgetragen wurden. Unter anderem hat sich das bei dir dann auch am Ende entladen. Das hat sich ja schon aufgestaut, schon über das ganze Spiel. Dann war er fällig, oder? Ja, ich hatte es eigentlich gar nicht vor zum Ende des Spiels, aber ich hatte die Scheibe geblockt kurz vor Ende und da habe ich im Spiel einen Schlag bekommen und damit habe ich gar nicht gerechnet und dann gab es keine Frage mehr. Aber ich meine, das war schon so, dass sich das ganze Spiel angekündigt hat, oder? Ja, wir hatten uns, glaube ich, gegenseitig ein bisschen auf dem Kieker das ganze Spiel und als wir dann gewonnen hatten, habe ich gedacht, warum nicht, jetzt kannst du auch eine Strafe riskieren und habe ich es ausprobiert. Und noch einen persönlichen Sieg eingefahren. Genau, so kann man das sehen. Jetzt geht es weiter. Nächste Woche, ihr sagt, jedes Spiel ist wichtig, klar. Trotzdem, was kann dieser Sieg heute gerade, weil es vielleicht auch so ein dreckiger und glücklicher war, was kann der bedeuten, was kann der bewirken? Ja, ich denke, wenn wir heute nicht gewonnen hätten, dann wäre wieder eine größere Lücke aufgeklappt in der Tabelle. Und dadurch, dass wir heute 3 Punkte holen konnten, sind wir dran. Und ich denke, das gibt jedem Mut, auch ins nächste Spiel reinzugehen, weil wir wissen, wir haben noch eine Chance. Wir können die Saison noch was reißen. Und allein deswegen wollen wir mit viel Energie ins nächste Spiel gehen, weil wir heute uns den Sieg so hart erkämpft haben. Und das ist nicht umsonst schon so. Bringt es vielleicht mehr, so ein Spiel mal so zu gewinnen, als vielleicht 4-0 oder 5-1? Ja, das kann sein. Mein Gott, also 4-0 ist auch ein Sieg, 3 Punkte. Das ist halt die einzige Gefahr, dass man vielleicht zu hoch gewinnt und das nächste Spiel nicht ernst genug nimmt. Aber ich denke, wir sind dieses Jahr gar nicht in der Verfassung, nach einem 4-0-Sieg einen Höhenflug zu haben. Also ich denke, ein Sieg ist ein Sieg. Und ja, es war gut, dass wir den kämpferisch eingefahren haben. Aber wir nehmen auch andere. Danke. Moritz, ihr seid mit viel Frust aus Straubing weggefahren. Wie viel davon hat heute noch reingereicht in das Spiel hier? Ja, wir waren natürlich nicht zufrieden nach dem Straubing-Spiel. Wir wollten eigentlich was mitnehmen, das haben wir uns fest vorgenommen gehabt. Und ja, wir waren natürlich alle ein bisschen enttäuscht. Es war eine lange Busfahrt, man hat sich keine solche freuen können auf der Rückfahrt. Ja, und natürlich wollten wir heute wieder gut machen und es war kein einfaches Spiel für uns. Die Spritzigkeit war noch nicht ganz so da, wie wir es vor der Pause gezeigt haben. Ich denke, da brauchen wir noch eine Woche jetzt im Training, da wieder anschließen zu können. Ja, natürlich war Frust da, aber ich denke, wir wollten halt unbedingt 3 Punkte einfahren. Ein Wort noch zu Danny Austinsocken aus deiner Sicht heute, speziell in Drittel 2 und 3. Ja, natürlich, Danny hat wieder überragend gehalten heute. Auch gerade, wie du schon sagst, in den wichtigen Situationen hat er uns hier im Spiel gehalten. Das ist auch wichtig, dass ein Torwart, Danny wird auch mal ein Tor kriegen, wo er vielleicht nicht ganz so gut aussieht, aber es ist halt wichtig, dass er uns in der Phase, wo wir ihn brauchen, dass er uns da im Spiel hält. Jetzt geht es am Freitag nach Mannheim. Die hatten heute Spiel frei. Die sind jetzt auch so gut wie in Schlagdistanz. Macht das was aus, wenn man in so ein Spiel geht, dass man weiß, dass das jetzt ein Gegner, den man vielleicht sogar in der Tabelle noch abfangen kann? Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir gegen so eine Mannschaft spielen, dann sagen wir in der Kabine immer, das sind 6-Punkte-Spiele, das ist das wichtigste Spiel des Jahres bis jetzt. Und so gehen wir von Spiel zu Spiel, weil jetzt viele Mannschaften, die wir jetzt treffen, doch relativ rangerückt sind. Und da sagen wir immer, also jetzt ist wieder das wichtigste Spiel des Jahres und jetzt gilt es wieder, Punkte zu sammeln, um aufzuschließen. Ja, Mannheim, bei denen läuft es nicht ganz so rund. Ich denke, die sind eher auf dem Weg nach unten und wir wollen hoch und wollen es halt überholen. Viel Glück dafür. Dankeschön. Danke.